Willkommen zum letzten Teil unseres Let's Play Together Call of Duty World at War. Wieder mit den Gebrüdern Aldi und das ist der Alan Quake und das bin ich, der Kryo, Kryo World. Grüß Gott. Was haben wir denn für eine Mission jetzt? Weil ich habe nicht mehr so viel Kraft. Wie kann die heißen? Mit letzter Kraft. Oh ja, bitte. Ich bin so viel angeschossen worden, ich bin verwundet wie der Punisher in seinen besten Zeiten. Und Batman im Bademantel. Kryo, gib ja. Gas. Lass rocken. Let's go. Ich habe schon wieder so einen Schwachsinnsspruch mit Schmerzmittel und Draufgänger. Nee, bei mir geht es gerade um die Todeskarten-Cheats. Ja, und was steht da? Was kann man mit Todeskarten-Cheats können Sie Ihre Koop-Spiele auf neue und einmalige Weise anpassen. Also das ist praktisch der God-Mode, so wie wir benutzen wir ja eh schon. Okay, das sind die Russen. Nochmal Reichstag. Aber jetzt Inside. Blase geballt. Aber die Stimme ist nicht schlecht gemacht, oder? Ja, ist nur ein bisschen leise im Moment. Ja, bei mir auch. Ah, jetzt geht's. So. Heute werden wir vernichten, was Deutschland noch übrig ist. Dem schießt gleich Kugel in den Kopf. Nee, hier, Messer. Stürmen Sie den Reichstag. Jetzt überleg dir mal, was die von uns verlangen. Ich meine, wir haben nicht mal gedient. Also du nicht, ich ja. Wie? Ich war bei der Luftwaffe, das habe ich ja schon mal erzählt. Du warst bei der Luftwaffe? Ja. Ja, Bodenpersonal. Ja und? Oh, guck mal, wie geil die das gemacht haben. So sieht er jetzt noch aus. Okay. Also ich würde sagen, Granaten sollte man immer zurückschmeißen. Wir müssen uns einen alternativen Weg suchen, oder? Ich sehe keine Feinde. Doch. Wo denn? Die sind dort immer. Das sind alles Deutsche. Jetzt tu doch mal so, als wenn du mitspielst. Jetzt mach doch mal. Ich mach doch. Die Waffe gefällt mir gar nicht, was sie mir da wieder gegeben haben. Du? Nee, das ist ein geiles Gewehr eigentlich. Oh, dieses Nachgeladen dauert immer ewig, oder? Ja, das ist doch schrecklich. Ich will meine MG Waffe haben. Ist gut. MG, das ist was für Ziellose, oder? Nee, das ist für Leute mit Skill. Ja, genau. Mit Skill. Ich mache hier 25.000 mit einmal glatt. Ach, und du machst das auf der anderen Seite. Ah, ich glaube, hier können wir weitergehen. Guck mal. Wo bist denn du jetzt? Hier auf der rechten Seite. Rechte Seite. Rechts? Ja. Oh, ist aber eine andere Waffe. Von dir her. Okay, rechte Seite, Achtung. Jo. Oh, scheiße. Ich hab dich auch? Ja, Granate war das. Ah, okay. Gut, sind wir trotzdem wieder hier am Anfang. Gehen wir trotzdem rechte Seite. Ja. Also ich gehe jetzt mal rechts. Sperrfeuer. Weil ich glaube, das ist der Weg zum Trigger. Ja. Hast du mir noch mal eins von den Dum-Dum-Geschossen geben? Dum-Dum-Geschosse? Ja. Das sind die hier. Und die hier. Hahaha. Das ist gut. Hier, komm her, komm her. Hier. Lass mich nachladen. Arschgesicht. Komm her. Jawohl. Ach, was hast denn du gedacht? Wenig Munition halt, jetzt müsste ich die Waffe tauschen. Das ist gut. Okay, wir können hier weiter. Siehst du das? Ja. Wir haben das ganz gut gemacht, oder? Scheiße, geht's nicht weiter. Fuck. Wir können hier weiter. Oh Mann. Gehen wir hier weiter? Und, oh nee, jetzt haben wir das alles umsonst gemacht. Ja, na gut. Wir müssen hier
Aufräumen. Dann gehen wir halt in den ihren Rücken. Guck mal. Wir können den direkt in den Rücken fallen. Hast du es? Was? Hast du das gesehen? Nee. Wir sind denen direkt in den Rücken gefallen. Ich sehe grundsätzlich nie das, was du positiv machst. Na, was heißt positiv? Das sind unsere. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber vorsichtig halt. Oh, die MP40, die ist durchschlagskräftig. Oh. Granate. Oh, was macht denn der? Wieso schießt denn der? Achso, weil der mich nicht mag. Naja. Sowjetische Truppen im Anmarsch. Gibt's da welche? Gibt's da Gegner? Was, sowjetische? Ja. Nur Gegner sind wichtig. Okay. Achtung! Und? Achso, das war noch einer von uns. Na, schönen Dank. Das sind alle von uns. Also der Reichstag sieht im Moment ein bisschen anders aus. Du gehst rechts oder willst du links? Nee, links hat mehr Sinn. Rechts gibt's nichts. Nee. Oh, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon tief drin. Mittendrin statt nur dabei. Auf den Balkon. Und oben, um von oben. Hier. Du hast das schon gecheckt, ne? Was? Wo es lang geht. Ja, ich bin hier oben jetzt. Ja, ich bin auch hier oben. Aua. So. Und jetzt werden wir hier Unterstützung geben. Macht das Sinn, wenn wir von einer Seite beide sind? Oder sollten wir uns aufteilen? Einer links, einer rechts. Ich gehe mal rechts, komm. Oder links in dem Sinne. Brauchst du eine gescheite okay, Waffe? Ich geh rüber. Ach, ich kann gar nicht rübergehen. Hahaha. Oh, so viele. Oh, da lag eine coole Waffe. Da lag eine coole Waffe gerade, ja. Hier eine PS. Oh, ein Scharfschützengewehr habe ich. Ich auch. Cool, bringt das was? Ja. Man kann halt scharf schützen, ne? Nee, man kann daneben schießen, ohne dass jemand sagt, hey, hier. Oh Mann. Nee, das ist mir zu lang. Achso, jetzt habe ich zu wenig Munition bei der anderen. Ah, fuck. Schießt du mit der Scharfschütze? Ja, momentan schon. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht. Was bringt das? Dass mir die Gegner treffen. Die treffen wir doch so hier mit einer Granate, wenn ich eine hätte. Oh Mann, mache hin mit dem Nachladen. Oh Mann. Oh, schön. Hast du gesehen? Zielst du eigentlich auch? Was? Ob du auch ja, zielst? Ja, wieso denn? Da fällt doch einer nach dem anderen um. Ja, da bin ich ja nachher ja, gespannt. Na klar, hier. Fixer, das ist der Ping. Das ist der Ping. Naja. Wie der kommt denn da? Ping, jetzt kommen die Ausreden wieder. Naja. Hab ich denn seinen Kopf verfehlt? Ey, das ist ein Massengrab, oder? Oh, das... Ich hab noch 6 Schuss und du? Noch 8. Müssen sie sitzen. Oh, fuck. Was denn jetzt? Was ist schon wieder das blöde Chatfenster auf? Welches Chatfenster? Ja, ich hab wieder auf T gedrückt oder was weiß ich. Ach so, Ein Schuss hab ich noch. Der muss sitzen.
Oh, das warst du. Jetzt habe ich keine Moon mehr. Für nichts, für keine Waffe. Muss ich tauschen. Muss wieder Waffe tauschen. Ich habe keine Moon mehr. Was machst du denn jetzt? Hast du noch Moon jetzt schon? Nee. Also doch, 3 Schuss. Okay, Achtung. Hier geht's weiter. Oh, da. Ja, hier aber links. Ich bräuchte mal eine Waffe jetzt gescheiter. Ja, ich auch. Okay, dann hilft nur Messern. Ah, hier geht's weiter. Guck mal. Okay, jetzt habe ich wieder Moon jetzt schon bekommen. Oh, komm doch mal her. Ja, getauscht. Okay. Auf geht's. Ausschalten. Bei dem Adler? Okay, kommen wir davor? Ja. Nee, hier nicht lang. Lass mich doch mal. Komm. Ah, hier geht's lang. Oh, oh, oh. Bumm. Scheiße. Hab mich selbst eliminiert. Kannst du mir helfen? Ja, bei Gelegenheit komme ich mal vorbei. Ich das ja, das Problem ist, dass durch diese, wie sagt man, Explosion ist, bin ich aus den Latschen gekippt, ich sag's mal so. Gut, Tür aufmachen. Ja, ja, Kollege. Jetzt? Ja, mach doch mal. Ich leg mich mal hin. Lutsch dir mal schön die Hacken. Ja, was geht denn ab jetzt hier? Ich krieg nix alleine. Ja, der Retznoff macht das schon. Die Glitchgrüß. Und einfach mal. Ich kann nicht ballern, wenn geh doch mal da aus dem Weg jetzt hier. Ja, jetzt geht's los. Oh, ich glaube, wir sind. Da waren wir doch gerade. Ach. Wir sind noch Schergen. Schergen. Überall Schergen. Schergen des Todes. Die Schergen des Todes, beziehungsweise die Schergen des Nichtüberlebens. Wo bist du? Direkt bei dir. Da bist du, okay. Willst du vorgehen? Jo. Das scheint so. Okay, okay, okay. Bist Level 8, weiß ne? Nicht. Was bin ich? Du bist Level 8. Okay. Du bist 9. Oh. Aha, okay. Tot. Oh nein. Das liegt bestimmt daran, dass da oben eine Panzerfaust war. Okay, hier müssen wir aufpassen. Das ist eine Granate. Scheiße. Ja, warte, hab ich gesehen. Ich helf dir. Tschack. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal nicht so weit voneinander weg. Das ist auch eine Multiplayer-Map hier. Downfall heißt die, glaube ich. Was das mit Herbst zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber... Oh Gott, ey, was ist denn hier los? Die rotzen uns ja komplett nieder, oder? Nee, ich rotze die nieder. Ah, da drüben. Oh, ich werde permanent getroffen. Ich muss mal hier weg. Oh, kann ich nicht. Ups, ich habe aus Versehen eine Granate auf dich geworfen. Oh nein, da kann nichts passieren. Ich geh mal hier rein. Das gibt's doch nicht. Ah, hier. Genau. Der Sack. Ey, das ist der härteste Kampf, den wir bis jetzt hatten, oder? Und schön die russische Musik im Hintergrund. Ja. Achtung. Jo. Hier, genau hinter dir waren zwei.
Alter Schwede. Von allen Seiten hier. Oh Mann. Oh, oh, oh. Da oben das Maschinengewehr. Ja. Ist ausgeschaltet. Okay, alles klar. Schau nur eine Granate dort hinten rein. Und da auch noch. Meine Was? Munition. Hast du noch Handgranaten? Ja. Da ist ja schon wieder Wo einer. Wo kommen denn die alle her? So. Stellung wechseln? Wo bist denn du? Du bist schon so weit vorne, oder? Ich bin noch hier im Haus. Also in diesem... In der Haus. Haus. Okay. Ich habe keine Munition mehr. Ich gehe mir Munition suchen. Ich hab schon mal weiter. Ja, ich brauche, glaube ich, auch gleich welche. Wo haben denn die ganzen Gegner generiert? Ah, ich habe welche gefunden. Für Deutschland? Ja, bin ich dafür. Dann, guck mal da. Oh, 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 oh. Holen Sie die russische Fahne. Oh, pfeift das als hier? Wo sind die? Wo sind die Russenfahne? Wo? Jetzt die deutsche Flagge hissen, oder was? Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt die deutsche war, die da gehisst wurde. Oh, was denn jetzt? Ich will jetzt die Flagge hissen. Ah, okay, eine Sequenz. Hau ihn nieder. Mit Na, das ist aber nicht schön. Na gut, es ist ja abgespeckt. Ach, das schaffen wir, oder? Ja, du schaffst es. Du überlebst doch immer. Na, genau, Bob. Aber nur, weil ich dich immer heil. Ja, genau. Der Restlauf, der steht da, wie als wenn du das nicht alleine könnte. So, das läuft Nein, automatisch ab, ne, oder? F zum Hissen der Flagge. Automatisch. Yeah! Nee? Ich hab sie reingesteckt. Bei mir ist automatisch. Du hast sie reingesteckt, Solange ja. Solange du lebst. Solange du lebst. Das Herz dieser Armee schlagen. Genau. Das Blöde ist bloß, dass das sich ausgeschlagen hat. Seit 1990. Sie wissen es bloß nicht. Mission erfüllt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da hast du wieder mehr, weil du mich wieder übervorteilt hast. Nee. 2019. Doch. Ja, hat eine ganze Menge. So, was jetzt? Ganze Menge. Oh, nix. Oh. Nix. Das war's. Das war's, oder was? Ja, und wie ist dein Fazit? Mein Fazit ist kurz, aber bündig. Das Problem ist ja, dass wir ein bisschen Tonprobleme hatten. Ja, immer, aber ich denke, es geht im Großen und Ganzen. Ja, wichtig ist, was nur im gelben Feld steht. Und das heißt, benötigte EP und EP Gesamt 0. So. Mehr muss man über dieses Spiel nicht wissen. Also ich fand es sehr kurzweilig, amüsant. Ja. Hat Spaß gemacht. Und du sagst wirklich, das ist die letzte Mission. Ja, ne? Ich kann jetzt nochmal gucken. Und da können meine Zuschauer inklusive dir auch nochmal nachgucken, aber das ist definitiv die letzte Mission hier. Mit letzter Kraft und deswegen okay. Ist sie wahrscheinlich auch so. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte, wir hätten im Pazifik noch ein bisschen was zu tun, ein paar Lotusblüten pflanzen oder sowas, aber nein. Naja, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schönes Spiel. Na, definitiv. Auch was machen wir als nächstes? Ja, Müllabfuhr-Simulator. Kann man das im Koop spielen? Ich habe Chirurgie-Simulator. Habe ich jetzt. Da ist ja kein Problem. Habe ich installiert. Kann man spielen im Singleplayer. Aber wir können das auch in Real Life spielen. Ich habe da schon gut okay. Übung. Falls du dich zur Verfügung als Chirurg. Stellst. Als Opfer. Nee, als Opfer. Ja, wie gesagt, ich renne in meiner Freizeit halt gerne mit der Axt rum draußen. Das mache ich, seit ich 20 ja, bin. Genau. Und also doch schon 30 Jahre. Ach, du bist das
der nachts im Park Frauen vergewaltigt und der dachte, ach, das wäre doch eine Stelle für mich, wenn sie schon in Vollzeit suchen. Ja, nee. Kryo hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Grafisch ist das ein Bombenspiel, da kann man nichts meckern. Sie haben halt viel weggelassen, es ist halt richtig Koop, spielt man halt die Geschichte nicht durch, sondern wirklich nur Missionsstück für Stück, aber ja, ich bin Level 9. Tja, und ich bin Level 8. Aber wie gesagt, bei manchen Missionen hat halt meine Frau gespielt und ich habe nur dabei gesessen und habe ein bisschen was gebabbelt. Und deine Frau hat abgelevelt. Gut, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und unsere Zuschauer können, glaube ich, sicher sein, dass es sowas in der Art oder sowas Ähnliches nochmal von uns beiden geben wird. Denn auch wenn ich mir selbst diese Videos betrachte, da muss ich jedes Mal wieder lachen, das ist super. Ja. Ich kann sie mir gar nicht mal angucken. Ich kann sonst nicht gut schlafen. Na gut. Gut, bis demnächst. Also in dem Sinne, Kryo, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht und bis zum nächsten Together. Ciao. Bis dann. Ciao.